Alle Jahre wieder. Der Neujahrsempfang der Stadt Frankfurt im Römer ist mittlerweile Tradition. 1100 Gäste waren gekommen, um das Jahr endgültig einzuläuten. Die alten kommunalpolitischen Themen sind auch wieder die neuen. Es ist weiterhin der Bereich des Klimaschutzes, den wir heute angesprochen haben. Das heißt, wir müssen im Bereich Wohnungsbau noch mehr für Passivhaus und Niedrigenergiehäuser machen. Es ist im Bereich Soziales die Öffnung unserer Kultur. Mit den Museen kostenfrei, mit den Kultureinrichtungen kostenfrei, die wir für unsere Kinder jetzt endlich anbieten können. Das ist eine große Kraftanstrengung für die Stadt, aber auch für die Kleinsten mit dem Schwimmen, was wir jetzt kostenfrei anbieten können. Und in Kitas, glaube ich, leisten wir einen sehr aktiven Beitrag, dass soziale Gerechtigkeit und Wohlstand unserer Frankfurter Heimatstadt Hand in Hand gehen. Und dass wir wirklich einen großen Beitrag leisten können, dass sich niemand dieser Stadt ausgegrenzt fühlt. Neben diesen wiederkehrenden Themen ist aktuell der immer näher kommende Brexit auf der Agenda. Gerade die Immobilienbranche sieht dies als Chance für die Main-Metropole. Feldmann bremst jedoch die Euphorie. Die Idee, ganz London sitzt auf den gepackten Koffern, ist ein bisschen eine Hype. Ich glaube, viele Immobilienmakler nutzen das gerne, um die letzten Grundstücke, die sie haben, unter die Menschheit zu bringen. In der Realität ist es so, die Londoner lieben ihre Stadt. Sie werden vieles tun, um dort zu bleiben. Und der Prozess ist ein sehr langsamer, schleichender. Und die Zahlen, die genannt worden sind, da kommen 10.000 Briten. Vergessen Sie es. Auch vor dem Kaisersaal war der Brexit ein Thema. Die ehemalige TV-Moderatorin Sonja Kraus beschäftigt der baldige Austritt Großbritanniens aus der EU ebenfalls. Für Frankfurt sehe ich es als Chance. Für Europa sehe ich es natürlich als Gefahr, weil die Europäische Gemeinschaft ist das Einzige, was uns international noch einigermaßen wettbewerbsfähig macht. Wenn man so ein bisschen über den Tellerrand rausschaut, dann weiß man, Gott, was sind wir im Gegensatz zu dem Monster Asien? Ich meine, das ist jetzt positiv und voller Hochachtung. Ohne jetzt irgendwie wirklich einen europäischen Binnenmarkt sieht es meiner Meinung nach düster aus und jegliche Form von Separatismusbewegung, sage ich jetzt mal ganz provokant, ist da hirnrissig. Ob nah, ob fern, es gibt 2019 einiges für die Stadt Frankfurt zu leisten. Eine kleine Veränderung haben Sie vielleicht schon bemerkt. Der Oberbürgermeister ist mit neuer Frisur ins Jahr gestartet. Ich hatte Lust, mal was auszuprobieren. Ich bin sonst nicht so experimentierfreudig, aber ich hatte jetzt mal Lust zum neuen Jahr. Und wenn es mir nicht gefällt, gibt es nächste Woche wieder die alte. Neue Frisur im neuen Jahr und damit vielleicht auch frischer Wind bei den politischen Entscheidungen.